Hallo und herzlich willkommen zu meiner Umweltrecht-Reihe. Umweltschutz ist wichtiger denn je. Themen wie erneuerbare Energien, Insektensterben oder der Klimawandel sind nur ein paar Stichworte. Trotzdem enthielt das Grundgesetz lange Zeit kaum umweltrelevante Inhalte, bis Artikel 20a hinzukam. Was es damit auf sich hat und ob sich die Bürger nun freuen dürfen, erfahrt ihr hier. Vor dem Hintergrund eben genannter Einleitung werde ich erstmal zwei Sätze zu den Grundrechten allgemein verlieren. Dann gehe ich zunächst auf die klassische Funktion der Grundrechte ein. Endlich kommen wir dann auch zu Artikel 20a des Grundgesetzes und vervollständigen werde ich diesen Themenblock dann noch um die sogenannten Schutzpflichten aus den Grundrechten. Die Grundrechte sind niedergeschrieben in Artikel 1 bis 19 des Grundgesetzes. Sie gelten als grundlegende Freiheitsrechte von Individuen gegenüber dem Staat. Sie binden außerdem die drei Staatsgewalten, also die Gesetzgebung, die Legislative, die vollziehende Gewalt, die Exekutive und die Rechtsprechung, die Judikative, als unmittelbar geltendes Recht. Die Grundrechte dienen in ihrer klassischen Funktion erstmal als Abwehrrechte, aber nur, wenn der Staat selbst und unmittelbar durch einen Eingriff die Grundrechte des Betroffenen verletzt. Also zum Beispiel, wenn ein Polizist als Teil der Exekutive eine Person in rechtswidriger Weise verletzt. Dann hat dieser einen Abwehranspruch. Ja, diese paar Sätze lassen schon erkennen, dass sich aus den Grundrechten in der Regel keine Möglichkeit der Abwehr gegen Beeinträchtigungen der Umwelt ergeben. Denn der Staat ist ja nicht selbst für Umweltprobleme verantwortlich, also zumindest nicht unmittelbar. An dieser Stelle kommt denn der vielversprechende Artikel 20a des Grundgesetzes ins Spiel, den wir uns jetzt mal genauer anschauen. Der besagt nämlich, der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der verhältnismäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung. Da sind doch schon mal ein paar schöne Stichworte enthalten, oder nicht? Die Funktionen dieses Artikels sind allerdings zum einen ein Handlungsauftrag an den Gesetzgeber, nämlich zur Schaffung von Umweltvorschriften, und er dient als Auslegungshilfe für Verwaltung und Gerichte. Ebenso wie bei der Verhältnismäßigkeitsprüfung als Entscheidungsmaßstab. Gehen wir also einmal auf die Schutzgüter dieses Artikels ein. Zum einen werden hier die natürlichen Lebensgrundlagen genannt. Damit ist die Umwelt an sich gemeint. Diese soll als Lebensgrundlage für den Menschen und die Tiere geschützt werden. Also haben wir hier einmal eine anthropozentrische Sicht, eben als Grundlage für den Menschen, aber auch eine ökozentrische Sicht aufgrund des Eigenwertes der Umwelt. Des Weiteren versteckt sich das Nachhaltigkeitsprinzip in diesem Artikel, nämlich in der Bezeichnung Verantwortung für die künftigen Generationen. Zum Nachhaltigkeitsprinzip habe ich in meiner Reihe zu den Umweltrechtsprinzipien schon einiges gesagt. Kommen wir zu Punkt 2, dem Schutzniveau dieses Artikels. Im Vordergrund steht hier die Erhaltung der bestehenden Umweltsituation, also man kann hier von dem sogenannten Verschlechterungsverbot sprechen. Verbesserungen des Schutzes sollen wiederum durch Umweltvorsorge erzielt werden. Allerdings ist in Artikel 20a kein maximaler Schutz gefordert. Aber wer sind jetzt eigentlich die Adressaten dieses Artikels? Der Staat wird hier direkt genannt. Insgesamt werden hier alle drei Gewalten angesprochen. Also alle drei Gewalten im Sinne des Artikels 20 Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes. Und das wären einmal die Gesetzgebung, dann die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung. Wie schon bei den Funktionen genannt, ist dieser Artikel für den Gesetzgeber ein Handlungsauftrag, und zwar zur Schaffung von Umweltvorschriften. Für die Verwaltung und Rechtsprechung hat er Relevanz bei der Rechtsanwendung, nämlich als Auslegungshilfe und Entscheidungsmaßstab. Also nochmal zusammengefasst, Adressat dieses Artikels sind allein die drei staatlichen Gewalten. Artikel 20a ist Teil des objektiven Rechts und somit eine reine Staatszielbestimmung. Also eine rechtlich bindende Norm, die dem Staat die Erfüllung bestimmter Aufgaben vorgibt. Vorliegt ist das also der Handlungsauftrag zur Schaffung von Umweltvorschriften. Ja, also haben wir es bei Artikel 20a des Grundgesetzes doch nicht mit einem eigenen, also grundständigen Recht auf Umweltschutz zu tun? Und Videos Ende? Nein, denn es gibt noch die sogenannten Schutzpflichten. Die zweite Funktion der Grundrechte neben der klassischen Abwehr gegenüber staatlichen Eingriffen. Grundrechtliche Schutzpflichten ergeben sich aber nur in sehr engen Grenzen. Der Bürger ist hier nicht unmittelbar durch den Staat, sondern durch einen Dritten in seinen Rechten beeinträchtigt. Bei dieser Konstellation können sich dann Schutzpflichten bzw. in engen Grenzen auch einen Leistungsanspruch ergeben. Nehmen wir nochmal die Konstellation von vorhin mit dem Polizisten als Teil der Exekutive. Mit dem Beispiel der Schutzpflichten würde das zum Beispiel bedeuten, dass ein Polizist sieht,
wie Person W, Person X rechtswidrig in dessen Gesundheit verletzt. Mal ein umweltrechtliches Beispiel. Ein Bürger wird durch Umweltverschmutzung privater in seinem Recht auf Leben, Gesundheit oder Eigentum geschädigt. Leiten wir das Ganze jetzt mal her. Die Grundrechte geben nämlich nicht nur Bürgern subjektive Rechte, sondern sind auch Teil der objektiven Rechtsordnung, die der Staat zu wahren hat. In engen Grenzen können sich daher Schutzpflichten des Staates ergeben. Denn er hat die Pflicht, sich schützend vor die Rechtsgüter eines Bürgers zu stellen und ihn vor Belastungen durch Dritte zu bewahren. Wie gesagt, aus dieser Schutzpflicht folgen möglicherweise Leistungsansprüche. Soweit so verständlich. Allerdings müssen für diese Ansprüche zwei Voraussetzungen für die Begründung der staatlichen Schutzpflicht vorliegen. Nämlich erstmal eine tatsächliche Grundrechtsbeeinträchtigung. Und dann muss geprüft werden, ob der Staat seine Schutzpflicht überhaupt verletzt hat. Und diese beiden Punkte gehen wir jetzt einmal durch. Punkt 1. Liegt eine Grundrechtsbeeinträchtigung vor. Als Grundrechtsbeeinträchtigung muss ein Schaden, eine Gefahr oder ein Risiko vorliegen. Ein Restrisiko gilt als sozial adäquat, also von der Gesellschaft hinzunehmen, und es galt zum Beispiel einmal für Atomkraft. Bei einem Risiko wiederum ist der Schadenseintritt wahrscheinlicher als beim Restrisiko, aber weniger wahrscheinlich als bei einer Gefahr. Bei dieser wiederum ist dann der Schadenseintritt bei ungehindertem Kausalverlauf mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu erwarten. Und bei einem Schaden ist die Sache, glaube ich, klar, ist die Beeinträchtigung des Rechtsguts bereits erfolgt. Also, damit sich die Schutzpflichten aufs Grundrecht überhaupt ergeben können, muss im ersten Prüfschritt erstmal die Voraussetzung sein, dass ein Schaden, eine Gefahr oder ein Risiko vorliegt. Als Beispiel sei der saure Regen genannt, der ja vor einigen Jahrzehnten durch Emissionen verursacht wurde und bei einem Waldbauern enorme finanzielle Schäden verursacht hat. Also, wir hören schon raus, ein Schaden ist bereits eingetreten. Also angenommen, diese Voraussetzung würde hier vorliegen. Dann kommen wir nämlich zu Punkt 2. Der Staat muss seine Schutzpflichten erst einmal verletzt haben. Es gilt nämlich eine Handlungspflicht und das in Kombination mit dem Untermaßverbot. Das bedeutet, der Staat darf nicht nichts tun. Wenn wir nochmal als Beispiel den Waldschaden hinzuziehen, der durch Emissionen entstanden ist, kann man aber sagen, dass der Staat das Bundesemissionsschutzgesetz erlassen hat. Dadurch, dass er also gehandelt hat und seine Schutzpflicht nicht verletzt hat, sind auch die Voraussetzungen einer staatlichen Schutzpflicht nicht erfüllt. Also, existiert denn nun ein Grundrecht auf Umweltschutz? Die Antwort lautet: leider nein. Es besteht kein unmittelbarer verfassungsrechtlicher Anspruch auf Umweltschutz. Die Hoffnung war ja zunächst mal Artikel 20a des Grundgesetzes, aber dieser ist eine reine Staatszielbestimmung. Also an die drei Gewalten adressiert und somit objektives Recht. Aber hey, immerhin wurde der Umweltschutz als Staatsziel in die Verfassung aufgenommen. Das ist doch schon mal was. Mittelbar könnte man sich natürlich auf Artikel 14 des Grundgesetzes, also das Eigentumsrecht, oder Artikel 2 Absatz 2 des Grundgesetzes, nämlich das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit, berufen. Und die zweite Funktion, nämlich die Schutzpflichten, geltend machen. Dazu müssen dann allerdings die zwei Bedingungen vorliegen. Nämlich einmal die Grundrechtsbeeinträchtigung und zweitens dann die Verletzung der Schutzpflicht durch den Staat. Ansonsten haben wir auch hier keinen Anspruch auf Umweltschutz. Wenn wir das nochmal auf unser Beispiel mit dem Waldschaden zurückführen, wie gesagt, aus Artikel 20a Grundgesetz ergibt sich kein Anspruch, weil es eine Staatszielbestimmung ist und reines objektives Recht. Er könnte sich zwar mittelbar auf Artikel 14 des Grundgesetzes berufen, also auf die Schutzpflichtsfunktionen der Grundrechte, denn eine Grundrechtsbeeinträchtigung, nämlich ein Schaden, liegt ja vor, aber eben der zweite Prüfungspunkt nicht, denn der Staat hat seine Schutzpflicht durch das BImSchG nicht verletzt. Ein verfassungsrechtlicher Anspruch auf Umweltschutz existiert also nur, wenn der Staat seine Schutzpflichten verletzt hat. So, damit bin ich auch schon durch mit diesem Thema. Ich weiß, ich habe vieles nur kurz angeschnitten, aber das Ganze ist sehr komplex und soll für ein Grundverständnis und die Beantwortung der Fragen zunächst einmal reichen. Außerdem bin ich ja Landschaftsökologin und keine Juristin und möchte mich da nicht in irgendwelche Themen verrennen. Also, wenn ihr daran Interesse habt, dann könnt ihr ja gerne weiter recherchieren. Ich hoffe auf jeden Fall, es war hilfreich und verständlich. Unterstützt meinen Kanal gern durch ein Abo, ich würde mich wirklich freuen. Also, viel Erfolg und bis bald, eure Linda.